Die Nations League startet wieder und hier kommen die besten Wetttipps und Quotenbooster zu unter anderem zu den Spielen Deutschland gegen Ungarn, Frankreich gegen Italien und viele, viele mehr. Und wir starten gleich mit einem richtigen Kracher, nämlich Portugal gegen Kroatien. Und hier fragt man sich schon, wenn man sich die Quoten anschaut, warum die Portugiesen hier so krasser Favorit sind. Alle Kroaten werden sagen, das ist ja ein Witz, wir sind viel besser wie alle anderen Mannschaften auf der Welt und vor allem als Portugal sowieso. Vor allem haben sie das letzte Aufeinandertreffen direkt vor der Europameisterschaft mit 2:1 gewinnen können. Bei der EM sind die Kroaten dann, wie wir alle wissen, ohne Sieg in der Vorrundentodesgruppe gegen Italien und Spanien ausgeschieden. Die Portugiesen haben auch nicht wirklich überzeugt. Nach den ersten beiden Siegen gab es eine Niederlage gegen Georgien, die größte Sensation dieses Turniers. Und sie kamen dann erst im Elfmeterschießen gegen Slowenien weiter und haben dann im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Frankreich verloren. Ist die Quote also gerechtfertigt? 1,5 auf Portugal, so eine niedrige Favoritenquote, selten gerechtfertigt und in diesem Fall schon gar nicht, oder? Ich gehe hier auf das X, weil die Quote auf 4,0 wesentlich besser ist. Kroatien-Fans werden natürlich die 6,5 für einen Kroatien-Sieg mitnehmen. Für alle anderen gibt es hier aber auch noch einen Quotenboost. Klicke jetzt unten auf den Link und sichere dir deinen Quotenboost-Alarm. Und zwar bei Neobet bekommt man auf Portugal und über 3,5 Tore eine 4,8 statt eine 4,2. Jetzt bin ich nur leider kein großer Freund dieser über 3,5 Tore Wette als Einzelwette und schon gar nicht in der Kombination. Dafür sind mir 4,85 irgendwie nicht attraktiv genug. Aserbaidschan empfängt Schweden. Hier haben wir eine klare Favoritenrolle für die Schweden, was wohl darauf resultiert, dass die das Spiel mal 5-0 gewonnen haben. Aber siehe da, Aserbaidschan konnte das letzte Aufeinandertreffen sogar mit 3:0 gewinnen zu Hause und spielt jetzt auch zu Hause. Also auch null Value auf einen Sieg der Schweden. Auf Aserbaidschan zu setzen, machen wahrscheinlich nicht mal Aserbaidschaner. Aber wenn du mir sagst, ich muss jetzt unbedingt hier einen Tipp abgeben, dann sage ich halt, ja, Mai, nimm das X, weil du kriegst noch eine hohe Quote für eine ähnliche Wahrscheinlichkeit wie den Schwedensieg, aber halt viel, viel besser bezahlt, falls es eintrifft. Und dann kann man hier eine Vierteleinheit draufsetzen und tut sich nicht weh, wenn es verloren wird. Das zweite Spiel in der Nations League Gruppe A1, in der ja auch Portugal und Kroatien sind, findet zwischen Schottland und Polen statt. Hier interessieren uns natürlich auch brennend die Quoten und die Schotten sind zu Hause Favoriten mit der 2,4er Quote. Deutlich sieht aber anders aus. Und die Quoten legen ja auch irgendwo ein Unentschieden nahe, weil die dafür nur 3,1 beträgt und die letzten drei Spiele zwischen Schottland und Polen auch unentschieden endeten. Das ist aber natürlich keine Garantie, dass das hier auch so sein wird. Tendenziell bei so ausgeglichenen Wetten würde ich eher auf die Mannschaft mit der höheren Quote mit Asian Handicap 0 gehen. Und das ist in dem Fall Polen. Denn wir haben ja alle gesehen, wie schwach die Schotten vor allem im Spiel gegen die schwachen Deutschen bei der EM waren und die Polen immerhin den Franzosen ein 1-1 abgetrotzt haben. Das sollte doch eigentlich Grund dafür sein, dass hier die Polen sicher kein Außenseiter sind. Unentschieden ist natürlich gefährlich, deswegen draw no bet auf Polen. Dafür gibt es ungefähr eine Quote von 2,0, das ist doch Zucker. Der Europameister muss im ersten Spiel in der Gruppe A4 in Serbien ran. Die Serben hatte ich ja bei der EM eigentlich so als Art Geheimfavorit vielleicht eingeschätzt. Am Ende haben sie sich teuer verkauft, aber auch wirklich nur ein einziges Tor erzielt und das war gegen Slowenien auch sehr spät in der Nachspielzeit. Wer erinnert sich, ein 98. Jovic oder so. Und ansonsten die Spanier natürlich die beste Mannschaft Europas mit nur Siegen bei diesem Turnier, sensationell. Sollte dementsprechend eine klare Sache werden, aber erstens glaube ich, dass die Spanier nach diesem Triumph erstmal satt sind und zweitens die Serben zu Hause sehr, sehr unangenehm werden können und eine 1,5 um den Dreh für die Spanier dementsprechend kein Value hat. Ja, dann setz doch auf die Serben. Ja, so weit werde ich auch nicht gehen. Aber wer das vielleicht in Erwägung zieht, der könnte mit diesem Quotenboost hier durchaus seine Freude haben. Bei Neobet gibt es hier auf dieses Spiel, nämlich wenn Serbien gewinnt oder unentschieden, also Double Chance auf Serbien und beide treffen, was ja dann bei einem Unentschieden beim 1-1 oder so der Fall wäre, gibt es eine 4,6er Quote. Im Vergleich zu den normalen Quoten auf einen Serbien-Sieg
finde ich das gar nicht gut, denn hier sehen wir zum Beispiel, wenn die Serben die erste Halbzeit gewinnen sollten, kriegt man eine 6,3er-Quote. Das halte ich fast schon für attraktiver, weil sie zu Hause spielen und mit einem schnellen Start vielleicht an der Sensation schnuppern können. Deswegen meine Wette lieber auf eine riskantere Serbien führt zur ersten Halbzeit mit einer 6er-Quote und dafür halt nur eine 6er-Einheit. Das Gambling ist es mir wert. Und was den Quotenboost betrifft, nochmal in Relation, eine 4,6 gibt es dafür, dass beide treffen müssen oder Spanien nicht gewinnt. Ich denke, dass ein Serbien-Sieg sowieso gar nicht wirklich realistisch ist. Wenn sie es schaffen, kann man das natürlich als Sensation fast schon abstempeln. Die Unentschieden-Quote dementsprechend mit einer Vierer-Quote fast genauso hoch und du brauchst eigentlich keine Tore dafür. 0-0 reicht, so geht ja jedes Spiel schon los. Deswegen fände ich das als Alternative mit einer 4,0 besser als dieser Quotenboost. Dann kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsspiel an diesem Spieltag zwischen Dänemark und der Schweiz. Und ich sag dir warum. Warum zur Hölle sind die Dänen denn hier schon wieder Favorit mit einer 2,35? Was denken sich die Buchmacher dabei und vor allem die Leute, die hier auch anscheinend dafür zuständig sind, Geld auf die Dänen zu setzen? Ich bin weit davon entfernt, dazu zu gehören, denn ich finde, die Dänen sind allgemein seit langem extrem überbewertet. Das haben sie bei der Europameisterschaft ja auch gezeigt, dass sie gegen Deutschland keine Chance hatten. Okay, das war ein bisschen übertriebener Handelfmeter. Und die Spiele davor, okay, zumindest nicht verloren gegen die Engländer und die Slowenen und die Serben. Aber seien wir uns mal ehrlich, die Schweiz ist da ein anderes Kaliber. Die haben hier sich erst ganz spät den Engländern im Elfmeterschießen geschlagen geben müssen. Und die waren ja bekanntlich im Finale. Und auch den Turniertitelverteidiger Italien ausgeschalten, gegen Deutschland nicht verloren. Das sind schon respektablere Ergebnisse. Und nichtsdestotrotz sind die Schweizer hier im Duell der Rot-Weiß-Kreuzflaggen der Außenseiter. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Also haben wir hier Value auf Seiten der Schweizer. Wenn wir einfach auf Asian Handicap 0, Draw No Bet, Schweiz gehen und das Unentschieden ausklammern, kriegen wir immer noch eine Quote um die 2,0 auf die Schweiz. Und dann bitte, Eidgenossen, schießt die Dänen dorthin, wo sie hergekommen sind, nach Kopenhagen. Auch hier gibt es einen Quotenboost. Natürlich ist das Spiel wahrscheinlich in Kopenhagen, also Ruhe, was das betrifft. Die Dänen bekommen aber den Quotenboost. Entweder sie gewinnen und beide treffen, dann würde es eine 6,4er-Quote geben. Angesichts dieser hohen Quote ist das durchaus zu rechtfertigen, wenn du eh eine Ausgangsmeinung hast, die sich von meiner komplett unterscheidet und du davon ausgehst, dass die Dänen das machen, ist das ein Quotenboost, den man definitiv mit 6,4 ins Auge fassen kann. Denn die Steigerung im Normalfall ist fast dreimal so hoch wie ein normaler Dänemark-Sieg und dass die Schweiz dann auch treffen kann, ist dann nicht unrealistisch. Also so gesehen macht dieser Quotenboost definitiv Sinn, geht nur dagegen, was ich mir gerade so schön zurechtgelegt habe. Hopp, Schweiz! Die Schweiz gewinnt mit 2:1 und dann ist die Wette auf Draw No Bet Schweiz mit einer Quote von 2,2 sogar locker gewonnen. Estland, Slowakei, natürlich erwartet man hier nichts anderes als einen Slowakei-Sieg, aber die Quote mit 1,5 natürlich sinnlos. 2-0 für die Slowakei, meinetwegen, ist mir aber total Wumpe. Bei Weißrussland, Bulgarien sieht es ähnlich aus, aber bei den Quoten würde ich nicht mal einen feuchten Cent auf die Bulgaren, Kroaten und so weiter setzen. Die Luxemburger sind zu Gast in Nordirland. Hier könnten wir auf eine Sensation hoffen. Zumindest sind die Luxemburger gegen das kleine Nordirland natürlich nicht unbedingt Außenseiter, wobei die Luxemburger selber natürlich auch nicht die größten sind. Aber zumindest in den jüngsten Qualifikationsspielen und so weiter und Freundschaftsspielen das ein oder andere interessante Ergebnis doch gelandet haben und die gewinnen zumindest ab und zu mal Spiele, auch wenn es hier zum Beispiel ein 0-9 gegen Portugal gab. Was ist mit Nordirland los? Okay, sie schlagen Andorra. Oh, jetzt muss man aber Angst haben. Gegen die Schotten haben sie gewonnen, alles klar. Aber alles in allem sehe ich die nicht als Favorit gegen Luxemburg. Würde ich Geld auf Luxemburg setzen? Ich bin ja nicht bescheuert, also ignorieren wir das Spiel. Nichtsdestotrotz hat ein Nordirland-Sieg wenig Value. Ein X bei einer 3,3-Quote
meiner Meinung nach fast genauso wahrscheinlich, aber besser bezahlt. Was für ein Kracher findet denn da in Italien statt? San Marino gegen Liechtenstein. Und hier haben wir die klaren Favoriten aus Liechtenstein. Wer will sich dieses Spiel schon wirklich genauer reinziehen? Das beste Ergebnis, das San Marino hier in jüngster Vergangenheit hatte, war gegen St. Kitts and Nevis, den Karibikstaat, während die Liechtensteiner halt immerhin ein 0-0 gegen die Rumänen erzielen konnten, und die waren ja bei der Europameisterschaft gar nicht mal so kacke. Also die Quote auf Liechtenstein, die scheint irgendwo hier auch realistisch, aber wir sehen auch, gewinnen ist dann schon wieder nicht die Spezialität der Liechtensteiner. Das könnte sich doch hier jetzt endlich mal ändern. Die 2,115 ist trotzdem sehr niedrig für ein Land, das eigentlich auch nie Spiele gewinnt. Kasachstan gegen Norwegen. Das ist am morgigen 6.9. Und hier haben wir noch keine Quoten. Und man ist ja geneigt natürlich zu sagen, hey, mit Haaland in Weltklasse-Verfassung mal wieder sollte Norwegen das doch locker gewinnen. Das sagen auch 79% der Leute. Was hat denn Kasachstan schon jemals im Fußball geleistet? Nicht so viel. Norwegen hingegen, ja, war auch nicht bei der EM, aber wird natürlich mit der Qualität drauf aus sein, dass nie wieder so passieren zu lassen und in diese Nations League mit einem Erfolg starten wollen. Die Quoten müssen wir uns woanders anschauen, aber hier auf Norwegen zu gehen, unabhängig von der Quote als Tippspiel, finde ich schon mal okay. Es gibt keinen Quotenboost, die Quote auf Norwegen ist auch nur 1,39, also vergessen wir das auch gleich wieder. Litauen gegen Zypern. Ja, wen da keiner abgeht bei dieser Partie, dann weiß ich es auch nicht. Schnell mal zum Urologen. Aber die Litauer sind hier Favorit mit einer Quote von 2,4. Das sieht man hier nicht. Aber auch das halte ich nicht unbedingt für eine sinnvolle Angelegenheit, auf Litauen zu setzen, die gerade mal Teams wie Gibraltar oder Lettland besiegen. Klar ist Zypern sicher keine viel krassere Fußballnation, aber wir sehen hier zum Beispiel das letzte Spiel im direkten Duell konnten eben die Zyprer mit 1-0 gewinnen. Was das wert ist, wir wissen es nicht. Zumindest sollten sie nicht so krasse Außenseiter sein, und eine 2,4er-Quote auf ein Land wie Litauen ist mir einfach zu wenig. Auf der anderen Seite bekämen wir auf Dronobet Zypern eine 2,24. Will ich drauf setzen, not. Italia! Nach dem Desaster bei der Europameisterschaft und dem Aus gegen die Schweizer schon im Achtelfinale, jetzt gegen Frankreich, wird es nicht unbedingt einfacher. Die Franzosen sollten hier klarer Favorit sein. Die Quote ist 1,64 für Frankreich, da lasse ich aber die Finger davon, und auf Italien zu setzen, kann man schon machen. Bei einer 3,8 gibt es immerhin eine ganz interessante Unentschieden-Quote. Dass hier viele Tore fallen und Frankreich gewinnt, wäre der Quotenboost. Was sagst du dazu? Würdest du für eine 5,35 das ins Auge fassen? Meine persönliche Wette ist es, wie schon vorher mal gesagt, nicht. Die 3,5 Tore sind mir einfach zu hoch. Meistens beim Fußball, auch wenn es natürlich öfter mal einläuft. Also sagen wir ein X, da kann man weniger falsch machen als beim Frankreich-Sieg, und auch die Franzosen enttäuschen doch das ein oder andere Mal gerne. Wie zum Beispiel bei der EM gegen Polen oder eben die Niederlande. Und da waren sie ja noch größerer Favorit als jetzt gegen Italien. Belgien gegen Israel, ach komm, lass mich doch in Ruhe. Slowenien gegen Österreich. Hört sich zwar interessanter an, aber da sind mir die Österreicher fast schon zu hoher Favorit, denn die haben hier eine Quote von 2,12, und wir haben bei der Europameisterschaft ja die Slowenen durchaus schätzen gelernt. Die haben es der ein oder anderen Top-Nation sehr schwer gemacht, wie jetzt eben den Engländern, und sind dann eben gegen Portugal erst im Elfmeterschießen rausgefallen, weil man in Slowenien halt noch nie Elfmeterschießen geübt hat wegen der Höhe. Die leben ja oben am Berg, und dann rollt der Ball immer den Berg runter. Da findest du keinen Elfmeter langen Spot, wo du das trainieren kannst. Aber gegen Österreich wird es ja kein Elfmeterschießen geben, denn das Spiel endet ziemlich sicher nach 90 Minuten und der üblichen 12 Minuten Nachspielzeit, in der der Videoassistent wieder irgendwelche dubiosen Entscheidungen trifft, die keiner versteht. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier
in keine Richtung so wirklich ein interessantes Wettchen, weil man, wie die Wettanbieter, hier von einem Unentschieden ausgehen muss und mit einer 3,25 das Unentschieden auch nicht mal so geil ist. Wales gegen Türkei, das sind hier die Quoten. Und da staunen wir ja wirklich nicht schlecht. Die größte Fußballnation nach Kroatien weltweit, die Türkei, hat hier eine Außenseiterquote von 2,84. Und das, obwohl, wie jeder weiß, die Türkei ja das beste Land und die beste Fußballmannschaft der Welt ist. Das macht absolut keinen Sinn und das jetzt ganz unironisch. Denn wer ist schon Wales hier auf die Türkei zu wetten mit Asian Handicap 0 mit einer 1,94 ist nicht nur für Türkei-Fans ein absoluter No-Brainer. Dann los, Türkei, los! Island gegen Montenegro. Hier wird es den einen oder anderen vielleicht überraschen, dass die Isländer hier sauhoher Favoriten in der Quote von 2,14 sind. Und auch da stelle ich die Frage, weshalb? Klar müssen die auf Island spielen und da friert man sich gern mal die Eier ab. Allerdings im Sommer auch gar nicht so schlimm und das sollte dann auch die sonneverwöhnten Montenegriner nicht unbedingt zu einer schwächeren Leistung hinreißen lassen. Jetzt sind die natürlich auch keine Top-Mannschaft, aber das ist ja eben Island auch nicht so, dass eine Favoritenrolle für Island auch ziemlich aus der Luft gegriffen scheint. Und es hier alles passieren kann, aber warum nicht einfach ein X? Und dann hätten wir eine Quote von 3,2 oder wer sogar so weit geht wie ich und sagt, Montenegro ist hier nicht der Außenseiter und die können auch gewinnen, dann gibt es eine 2,46 und das finde ich in dem Fall auch super und ich gehe auf die Balkanesen. Apropos Balkanesen, Kosovo gegen Rumänien ist ja auch sowas wie ein Derby. Kurzes Quiz für zwischendurch. Wer weiß aus dem Stegreif, ohne Kosovare zu sein, was ist die Hauptstadt des Kosovos? Genau, Pristina. Und wie weit ist Pristina von der rumänischen Hauptstadt Budapest entfernt? Das schauen wir uns genauer an. Und wer jetzt denkt, dass ich zwar die Hauptstadt des Kosovos weiß, aber die Hauptstädte Budapest und Bukarest verwechsle und das nicht absichtlich, um irgendwelche Schlauberger hinter dem Ofen vorzulocken, der sollte sich mit dem Dirke-Weltatlas mal gewaltig in die Fresse hauen. Aber in diesem Spiel, witzigerweise, sind die Rumänen der Außenseiter, obwohl die ja bei der Europameisterschaft, wie schon erwähnt, gar nicht mal so schlecht waren und zumindest gegen die Ukraine gewonnen haben im ersten Spiel und dementsprechend auch gegen den Kosovo natürlich nicht unbedingt der Außenseiter sein sollten. Deswegen hier eine 2,06 auf Rumänien, absolut vertretbar, die nehme ich mit. Nochmal Balkan zu Gast auf einer Insel und das ist Nordmazedonien bei den Färöerinseln. Die Quote auf Nordmazedonien ist 1,92 und angesichts der extrem kleinen, schwachen Färöerinseln ist das schon eine Wette, die man auch ins Auge fassen kann, 1,9. Okay. Zwei EM-Teilnehmer treffen mit Georgien und Tschechien aufeinander und ohne die Quoten zu kennen, wissen wir, dass die ja bei der EM ja auch aufeinander getroffen sind und es gab ein 1-1, was für die Tschechen dann natürlich irgendwo auch zu wenig war und die Georgier schließlich ins Achtelfinale einziehen ließ, weil sie auch gegen Portugal überraschenderweise noch gewinnen konnten und dann natürlich gegen Spanien keine Chance hatten. Die Wettanbieter und ich auch glauben, dass die Georgier jetzt hier nicht da weitermachen werden, gegen Tschechien zumindest nicht gewinnen werden, aber dass die Tschechen gewinnen, scheint natürlich auch genauso fraglich und eine Quote von 2,26 ist dafür zu schlecht. Ein Unentschieden wette ebenfalls, hier nur ein Tipp auf Unentschieden, aber lass uns weitergehen. Irland gegen England, da brauchst du auch kein Raketenwissenschaftler zu sein, um zu sagen, die Engländer werden sich wieder blamieren, aber die Quote gibt es wahrscheinlich nicht her, auf Irland zu setzen, die 7,6, naja, aber wer glaubt wirklich dran? Zumindest wird es nur ein ganz hässlicher Sieg für die Engländer und dann ist die Quote von 1,47 auch zu schwach. Wir sind übrigens schon hier am 7.6. und Armenien gegen Lettland, sehen wir die Armenier wie 68% der Leute vorne. Gibt nur leider auch nur eine 1,68, weswegen man da getrost weitergehen kann. Ich will zwar jetzt nicht den Moldawien und den Maltesern die Spannung verderben, aber auch da kannst du eigentlich nichts anderes als ein Unentschieden tippen, weil
Warum sollte Republik Moldau hier wirklich Favorit sein? Malta okay, aber es ist dann natürlich auch total witzbefreit. Kommen wir zum eigentlichen Spiel, das viele hier wahrscheinlich am meisten interessieren wird. Deutschland gegen Ungarn. Und dieses Spiel hatten wir ja in der jüngsten Vergangenheit sehr oft. Zuletzt in der Gruppe der Euro 2024. Deutschland konnte sich 2-0 durchsetzen, auch nicht sehr überraschend, auch nicht gefährdet. Die Ungarn, ja, haben dann natürlich auch in den anderen Spielen nicht unbedingt überzeugt, gleich gegen die Schweiz im ersten Spiel eigentlich die Chance aufs Weiterkommen verspielt. Da wäre mehr vielleicht drin gewesen, hätte mehr drin sein müssen. Und gegen die Schotten war dann eine 1-0 natürlich auch nicht mehr wirklich interessant. Jetzt kann man natürlich bei den Deutschen sagen, ja, das war mal wieder eine schöne Europameisterschaft. Das richtige Sommermärchen ist natürlich ausgeblieben. Man kann auch sagen, sie haben immerhin gegen den späteren Europameister verloren, das einzige Spiel. Und man ist weitergekommen als bei den vergangenen Turnieren unter Hansi Flick und Joachim Löw. Das sind schon mal positive Sachen. Oder man hält es halt mit Lothar Matthäus, und da gehöre ich eher fast dazu, der gesagt hat, früher wäre man für einen Viertelfinaleinzug oder Viertelfinalausscheiden nicht gefeiert, sondern entlassen worden. Da spricht ein wahres Wort gelassen aus. Früher waren die Ansprüche Deutschlands halt auch andere. Und Spanien, klar, da hat Deutschland einfach nie wirklich Chancen. Auch wenn natürlich da vielen dieses unfassbare Handspiel wieder in Erinnerung gerufen wird. Am Ende, ja, ob das jetzt gegeben wird oder nicht, hätte am Ergebnis vielleicht was geändert, am Spielverlauf, aber de facto ist Spanien halt einfach dann die bessere Mannschaft gewesen, hat 2-1 gewonnen und hat auch verdient das Turnier gewonnen. Was tut es jetzt für das Spiel gegen Ungarn zur Sache? Naja, dass ich nicht mehr wirklich guten Gewissens auf Deutschland setzen will und kann. Schon gar nicht, wenn die Quote nur 1,25 ist. Das entbehrt absolut jeder Grundlage. Zum Glück gibt es ja Quotenboost, vor allem hier Deutschland gewinnt und über 4,5 Tore. Hä, wer hat sich das ausgedacht, wenn man überlegt, wir haben ja erst das Spiel der beiden Mannschaften gesehen, das endete mit gerade mal 2 Toren und damit unter 2,5. Wenn die Wette über 2,5 wäre, okay, über 3,5, no way. Und über 4,5, halt's Maul. Also Deutschland gewinnt und Jamal Musiala erzielt mindestens ein Tor. Das halte ich für eine bessere Wette, denn wenn Deutschland gewinnt, wird der Musiala wohl treffen. Und dann kriegst du hier einen Boost auf 3,4. Statt einer normalen 3,0. Ich bin jetzt aber auch kein Freund dieser Einzel-Torjäger-Torgeschichten-Wetten. Vor allem nicht, wenn es dann eine andere Bedingung noch gibt, dass Deutschland gewinnen muss und die Quote dafür immer noch unter 5 ist mit einer 3,4. Also alles in allem ein Spiel, bei dem eigentlich wetttechnisch gesehen nur Leute verlieren können, weil die meisten natürlich auf Deutschland wetten werden. Und das geht natürlich in 70-80% der Fälle auch auf. Aber wehe, wenn nicht, dann ist großer Zahltag für die Wettanbieter und alle Favoriten-Wett-Loser werden sich wieder ins Knie beißen. Oder wo beißt man hin? Naja, ist egal. Wenn auf der anderen Seite eine Wette auf Dronobet Ungarn sogar mit einer 9,3 noch höchst interessant sein könnte oder auch eine Wette auf Unentschieden. Ich lasse aber die Finger davon. Ich gehe davon aus, ja, Deutschland ist schon besser. 2-1 wird es am Ende sein. Du kannst da aber dann nicht auf ein Unentschieden wetten. Du kannst nicht auf Deutschland gewinnt wetten, weil es ja eben knapp werden könnte. Auf Tore wettet man sowieso nicht. Also sorry, in diesem Spiel absolut kein Value, meiner Meinung nach. Siehst du das anders? Dann schreib es doch in die Kommentare. Der Vollständigkeit halber, Bosnien-Herzegowina zu Gast in Holland. Hier ist die Quote, dass Holland das Spiel gewinnt, nur 1,18. Viel zu schwach, auch wenn Bosnien-Herzegowina natürlich auch alles andere als eine Gefahr darstellen sollte. Nichtsdestotrotz gibt es nichts zu gewinnen, wenn man auf Holland setzt und vielleicht mit einer kleinen Einheit etwas, wenn es ein überraschendes Unentschieden gäbe.
Jetzt sage ich ja wirklich bei vielen Spielen unentschieden und wer jetzt das alles genau wissen will, setze ich da wirklich drauf oder nicht, der muss eigentlich fast unseren Quotenboost-Newsletter abonnieren, beziehungsweise dann auch Tipps bekommen, die ich sonst wirklich abschließe. Das Ganze ist jetzt noch nicht so wirklich angelaufen. Wir warten noch, bis die Liste gefüllt ist mit den Leuten, die sich dafür interessieren und dann wird das regelmäßig versendet. Also wenn du da wirklich nichts verpassen willst, dann wäre das vielleicht was für dich. Klicke jetzt unten auf den Link und sichere dir deinen Quotenboost-Alarm. Denn erstens, wie du siehst, sieht man hier noch nicht mal die Quoten und zweitens macht es bei vielen Spielen einfach keinen Sinn, schon vorher seine Wetten abzugeben, weil sich bis zum Spielbeginn noch einiges ändern kann, wie auch bei der Ukraine gegen Albanien. Finde ich die Quote auf die Ukraine natürlich zu niedrig. Würde ich auf Albanien wetten? Nicht unbedingt. Was bleibt einem dann übrig? Ein Unentschieden. Aber Unentschieden ist auch bei mir eigentlich nur ein Ausdruck dafür, ich finde kein Value, ich setze kein Geld drauf. Das heißt nicht unbedingt, dass ich davon keine Ahnung habe, denn die Ahnung besteht ja darin zu entscheiden, verschwende ich Geld, setze ich auf was, wo ich mir nicht sicher bin oder eben nicht. Und in dem Fall muss man halt auch nicht auf was setzen, wo man nicht unbedingt gute Quoten und gute Chancen dafür kriegt. Und das letzte Spiel, das wir hier noch haben, ist Griechenland gegen Finnland. Auch hier interessieren mich erst nur die Quoten. Und da sind die Griechen mit 1,72 ziemlich deutlicher Favorit. Grundsätzlich eine Quote im Drei-Wege-System auf eine Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt wirklich super krass dominant ist, die unter 2 ist oder unter 2,3 sogar, die würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen, denn da kann einfach zu viel passieren und wie viele immer sagen, es gibt ja keine Kleinen mehr und die Finnen sind sicher nicht kleiner als die Griechen. Denn Griechenland war ja diese glorreiche Nation, die es Georgien ermöglicht hat, bei der Europameisterschaft dabei zu sein. Und ja, als Referenz zuletzt immerhin ein Tor gegen Deutschland erzielt hat. Finnland war seines Zeichens auch nicht bei der Europameisterschaft, aber hat zumindest schon gegen andere Mannschaften mal vor Jahren was geleistet. Also kann man hier wirklich auch sagen, warum sollte Griechenland Favorit sein oder wir gehen einfach auf X. Zusammenfassend kann man sagen, wir haben eine sehr schöne Asian Handicap 0 Wette auf Polen und die Schweiz und wer hätte das von mir gedacht, die Türkei. Merhaba, güle güle. Takmış kuluna inia da mino bini orta yerim den potladio. Und auch auf Rumänien, die Außenseiter gegen den Kosovo sind und damit mit Asian Handicap 0 oder Draw No Bet auf Rumänien immer noch eine 2,2 oder 2,3 kriegen müssten. Und das war's jetzt auch wirklich und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Klicke jetzt unten auf den Link und sichere dir deinen Quotenboost-Alarm.